So, hier unten geht's dann weiter. Anbeter, kannst du den da jetzt mal ausschalten? Jawohl. Raut. Benson, du räumst den gleich weg. So, jetzt, er hier oben ist wieder da und guckt nächste Runde wieder zu uns runter. So, das heißt, du kannst jetzt mal hier den Koffer aufmachen. Und dann gehst du da raus, und zwar in diese Richtung. Fuck, it's the fucking boss. Genau, und du gehst da hin. Stopp, so, und ihr könnt ja jetzt wieder hier vorgehen. This is gonna be fun. Weil der Typ da unten ja nicht mehr da ist. So, und jetzt wird's spannend, wohin dieser Taipan-Typ guckt. So, weil theoretisch könnte ich jetzt den hier ausschalten. Dazu muss ich aber halt erst wissen, wohin guckt Taipan. Na los. Aha, da steht... Okay, und da und da. So, ja, wie kommen wir da jetzt rein? Hier steht nämlich auch noch einer. Warte mal. Immer bis dahin. Löst du auch Alarm aus, weil der dich dann wahrscheinlich sieht. Kommt man da überhaupt rein, ohne Alarm auszulösen? Das ist jetzt die interessante Frage. Weil wenn nicht, dann müssen wir natürlich unsere Leute besser in Position bringen. Wenn du bloß bis hier gehst. Hier steht einer, da steht einer, da ist Taipan. Und der rennt immer nur bis da. Er bleibt also hier im Bereich. So, das heißt also, mal kurz nochmal einen Plan überdenken. Wenn ich hier angreife, löse ich Alarm aus. Aber ich könnte dann, wenn ich alle schon hier im Bereich habe, hoffentlich auch alle ausschalten. Dann brauche ich auch nicht mehr wegräumen. Und irgendwie ablenken habe ich immer noch nicht, ne? Ach, siehst du, Herzschlagsensor, den hätte man mal machen können, ja. Lotus, so, Lotus, du gehst dann erstmal wieder zurück. Hier ist kein Unbefugtes, wenn du also hier vorm Fenster stehst, tust du nichts. Warte mal, jetzt will ich das aber nochmal probieren. Herzschlagsensor, wie ist denn das, wie funktioniert der? Ziel. Deckt Feinde im Wirkungsbereich auf, ohne dass Sichtkontakt bestehen muss. You gotta die someday.
Aha. Okay, dann hätten wir gar nicht so kompliziert gucken müssen. Der hier. Wenn der Typ aber hier steht, dann könnte man da sogar noch den Schützen für nehmen. So. Ja. Dann komme ich mit euch noch irgendwie hier hoch, nur hier hinten über die Leiter. Ich könnte jetzt einmal hier runterrennen und dann nächste Runde da hoch. Machen wir das mit euch. Und mit euch kommt man hier nirgendwo hoch. Kommt hier aber mal da bis zur Treppe. Gut. So, theoretisch kannst du bis dahin gehen. Denn da ist ja kein gesperrter Bereich. Da kannst du so rumstehen. Kommt keiner auf dumme Fragen, warum steht da jetzt so eine Olle am Fenster? So, er geht wieder zurück. Jetzt speichere ich aber sicherheitshalber doch nochmal. So, du hinterher. Und warten bitte. So, wie weit guckt ihr denn? Der guckt bis hierhin. Okay. So, das heißt, ihr noch wieder hinterher. So, dann kommst du bis dort. So, weil bis dahin sieht er dich nicht. Und jetzt müssen wir angreifen. Hilft dir nichts. So, dann los, ausschalten. Na dann los. Ups. Okay, du erwischst die trotzdem noch. So, dann hier bitte ausschalten. Den da. Dann Kodiak ausschalten. Nimmst du den dann? Jawohl. Dann du bitte noch ausschalten jenen dort. So, kannst du den da noch aufheben? Du kannst nicht dorthin gelangen. Naja, gut. Kannst du wenigstens noch hier an den Safe gehen? Hä? Ach so, weil er hier noch vorsteht. Ah, okay. Das habe ich gerade übersehen. Dann gehst du mal bitte da an den Safe noch. Come on.
Und bis da hinten kommst du aber nicht. Da muss Kodiak die nächste Runde mitnehmen. So, wohin können wir denn... Ach da, das passt ja gut. So, dann... Wir haben jetzt 6 Runden Zeit, bis Verstärkung kommt. Dann gehst du da schon mal rum. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Nicht. Achso, weil ihr noch einen Feuerpunkt habt, deswegen. So, speichern. Stirbt der, wenn ich den jetzt nicht stabilisiere? Warte mal, dann machen wir das anders. Dann gehst du bitte erstmal... Verbrauchst beide Bewegungspunkte. Naja gut, was soll's, los. Sicherheitshalber stabilisierst du den. Nicht, dass der uns auf der Schulter doch verreckt. Ja. Weil wir sollen ihn ja lebend mitbringen. So, du bitte den Agenten aufheben. Ja, und die anderen können alle raus. Eingesammelt haben wir alle, ja. Noch bis dahin und dann haben wir alle bewegt. So, das ist dann noch eine Runde, noch zwei Runden, noch drei Runden. Das wir holen nächste Runde das Taxi. Wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Koloss? Hä? So, kommst bloß bis da. Oxid, hinterher. Anbieter. Kommst du noch bis runter? Nein. Dann bis dahin. Kodiak. So, und dann würde ich sagen, Taxi rufen. Und Runde beenden. So, Benson ist schon da. Koloss ist jetzt auch da. Oxid ist da. Anbieter ist da. Kodiak. Cool. So, hier ist nur bis da. So, Kodiak muss hier noch rein. Und Lotus. So, Runde beenden. Jo, das war am Anfang also wirklich sehr, sehr schwer, da erstmal sicher reinzukommen. Dann ging's eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, alle da, kein Vergessen und raus mit uns. Jawohl. Hm.
So, das Treffen mit Taipan verlief äußerst vielversprechend. Er befindet sich jetzt in Gewahrsam und dank der neuen Gehirnwäschetechnologie können wir ihn zum Maulwurf umprogrammieren. Irgendwie müssen wir aber nach wie vor die Fracht der Marquis, an die Fracht der Marquis gelangen. Meister, Geheimakte, Information, neuer Rekrut. Taipan haben wir eingesammelt und ein bisschen Zeugs. Und ein bisschen haben wir unsere Leute verbessern können. So, jetzt Werkstatt. Ich soll irgendwas machen. Warum? Was gibt's hier Neues? Oh, jede Menge. Infiltration. Okay. Banknotenschablonen in Industriequalität. Ja, endlich. Lokatorimplantatwerkzeuge. Schaltet die Lokatorimplantatbehandlung im MQ-Ultra frei. Achso, damit können wir die quasi aufwendig machen. Dann können wir sie langsam umprogrammieren und wieder freilassen, die Leute. Die Masum-Gambit-Behandlung schaltet, was immer die macht. Großer Ausbau-Crew-Quartier. Oha. Ausbaulabor 2, neue Passvorlagen. Verbesserte Verhörmethoden. Oh ja. Bessere Umkreisauskundschaft. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ist jetzt hier noch. Hier ist jetzt nämlich gerade gar keiner. Oxid. Dann gehst du erstmal in die Fernmeldeeinrichtung. Die Fälscher machen weiterhin. Oh. Ihr habt jetzt ganz schön Fahndungsdruck gesammelt. Das ist nicht gut. Noch seid ihr sicher? Krankenstation, Werkstatt. Hm, okay. Labor. Hier müssen wir doch. Wo haben wir dich denn her? Ach so, die werden schon verhört. Und Taipan noch nicht. So, wie ist denn das hier? Haben wir jetzt hier durch feindliche Kabale gefangene Nummer Agentenbluser 1. Alles klar. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder Leute noch ein bisschen verteilen. Und wir müssen halt, was wir aber auch noch gucken. Nein, das machen wir nächste Folge. Indigo. Wieso hast du, du hast ja keine Waffe. Was soll denn der Mist? Nimm mal hier das Ding. So, und dann brauchst du irgendwas, womit du eine Pistole hier. Das ist doch. Ist sie doch B76? Nee. Was hast du hier für eine Waffe? B76. Die könntest du zum Beispiel nehmen. So, das heißt, dann kriegst du jetzt hier ein Training mal. Dass du bald mit der B76 auch einen Schalldämpfer verwenden kannst. So, du hast schon. Lamster, du hast auch gerade keine Waffe, dann nimmst du erstmal das Ding. Und gibt es denn ein Training für die französische DAO? Nee. Was habe ich denn noch so für Waffen? Hier, eine Cobra. Da war doch aber ein Training. Hier, Cobra. Und das kannst du aber gerade nicht trainieren, weil du nicht vor Ort bist. Ach so, ja, ist klar. Schütze, du bist gerade verfügbar. Du hast auch keine Waffe. So, dann machst du jetzt mal hier ein Training für die Cobra. Das hier. So, wen haben wir hier noch? Kapitän. Sehr eigenartig. Warum habt ihr alle keine Waffe? Zum Beispiel die 45er. Dann trainierst du das mal. Feuerball.
kannst aber gerade nicht mehr trainieren. Ist das, weil ich denen ja gesagt habe, hier alles freimachen oder was? Ich befürchte, ja, die haben alle keine Waffen gerade. Kodiak. Kodiak hat kein Training frei. Und Anbeter hat schon eine Schalldämpferwaffe. Und Koloss hat auch eine Schalldämpferwaffe. So, dann haben wir aber alle, die verfügbar sind, jetzt irgendwie mal am Wiki gehabt, um das mal so zu sagen. So, Lotus, du kannst hier aber noch was Schönes Neues. Maximale Lebenspunkte, erhöhte Reichweite des Feuerschutz-GG, erhöhte Breite, einfache Schüsse führen nicht mehr zum Ende des Zuges. Wir nehmen mal... Nehmen wir das. So, jetzt nochmal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen irgendwo die Leute rausgenommen habe. So, und Labor, Labor, Labor. Aber was kann ich da machen? Achso, da muss ich erst wieder ein Präparat auswählen, aber ich weiß nicht, wie ich die Präparate bekomme. So. Und dann haben wir erstmal schön Geld ausgegeben. Halt, Moment. Eins wollte ich mal nochmal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Nein. Du solltest das eigentlich verkaufen. Hier, den können wir doch verkaufen. Den brauchen wir doch nicht. Weil der ist ja offensichtlich feindselig. Dann haben wir zumindest schon wieder 1700. So. So, dann haben wir hier einen. Da haben wir zwei. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier sind zwei. Machen gerade was. In Amerika haben wir im Moment plus zwei. Da würde ich noch einen hinschicken wollen. Und zwar aus Omsk muss der weg. Feuerball, du fliegst mal nach darüber. Hier in Hongkong. Aus Vladivostok schicken wir einen aus Hongkong hoch. Und hier in Europa hätte ich auch gern noch einen aus Omsk. Koloss zum Beispiel. Ja, so. Dann wird ja gut, was die macht. Dann sparen wir... Nee, warte mal. Sparen wir oder bauen wir gleich das neue Fälscherzeugs? Ach so. Oh. Aber das würde ich jetzt nächstes haben wollen. Also müssen wir erstmal Geld sparen. Gut. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt hier. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ahoi und ciao, ciao.